Ja, geht's wieder los. Also am Samstag nächstes Spiel vor dem Brus und denke auch sehr, sehr schweres Spiel. Auf jeden Fall. Ich habe sie gesehen gegen Hannover. Eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die haben eine sehr, sehr starke Offensive. Und für mich auch zweite Halbzeit viel, viel besser als Hannover auf dem Platz gestanden. Sehr gute Möglichkeiten herausgearbeitet. Und war gegen Hannover, gegen so eine Spitzenmannschaft, mindestens ein Punkt drin. Zum Schluss haben sie leider sozusagen das Spiel verloren, aber unterm Strich eine sehr, sehr gute Mannschaft von Greuther Fürth habe ich gesehen. Und ich denke schon, dass die auch mit sehr, sehr viel Qualität verfügen. Und erstes Spiel zu Hause auch gewonnen. Also, sage ich nochmal, erwarte ich sehr, sehr schwere Aufgabe für uns. Nichtsdestotrotz denke ich mir, dass wir auch selber gezeigt haben gegen Ingolstadt, dass wir auch mit Spitzenmannschaften mitmischen können. Und auf diese Sachen konzentrieren wir uns. Wir haben schon selber Qualität in der Mannschaft und ich denke auch, dass wir jetzt uns nicht verstecken müssen. Wir fahren dahin mit breiter Brust und wir versuchen auch in Greuther Fürth, auch wenn es selber schwer wird, dort zu punkten. Das ist unser Ziel. Und ich denke auch, dass Greuther Fürth mit Sicherheit auch, hat auch das Pokalspiel vom letzten Jahr noch in Erinnerung und dass die auch wieder versuchen werden, das gut zu machen. Also auf jeden Fall sehr, sehr schönes Spiel, wichtiges Spiel für uns. Jedes Spiel ist für uns wichtig und wir freuen uns auf dieses Spiel. Die Vorbereitung ist auch bis jetzt sehr gut verlaufen. Also wir haben die Woche versucht, auch die freien Köpfe zu kriegen nach dem unglücklichen Spiel gegen Ingolstadt, auch Kraft zu tanken. Am Samstag, wie ich das jetzt auch gelesen habe, wird auch sehr, sehr heiß vom Wetter her, nicht nur auf dem Platz, sondern auch vom Wetter her. Also wir müssen für alles vorbereitet sein und hoffen, dass wir etwas mehr Glück haben am Samstag. Und sage ich nochmal, was die Personalien betrifft, des Kalatidis, der würde definitiv ausfallen. Und ansonsten dieser harte Test heute von Philipp Riese hat er gut bestanden. Ich denke, dass er am Samstag auf jeden Fall spielen kann. Alle anderen Jungs sind gesund und fit. Und wie ich schon sagte, wir freuen uns auf das Spiel und hoffe, dass auch viele Fans von uns kommen nach Fürth, die uns unterstützen und dass wir eine sehr gute Mannschaft von Aue am Samstag erleben werden. Dankeschön.